So, hallo zusammen. Heute folgt mein zweites Video zum Thema eine langfristig gesunde Lebensweise. Und im ersten Video bin ich eigentlich darauf eingegangen, bevor man überhaupt etwas tut, muss man sich ja erstmal bewusst machen, dass wenn man langfristig gesund sein will und wenn man langfristig leistungsfähig sein will, dass man die Dinge, die man dann unternimmt, also die Aktionen, dass man das wirklich langfristig plant. Ansonsten bringt das ja alles nichts. Es ist ja eigentlich meiner Meinung nach das Hauptproblem, was die Leute haben, wenn sie zum Beispiel eine Diät machen. Ja, sie sagen, oh, ich habe zu viel Gewicht, ich muss abnehmen, und dann machen sie eine Diät für ein paar Wochen und dann fallen sie eigentlich wieder in die gleichen Gewohnheiten zurück. Und wenn man wirklich langfristig gesund sein möchte und wenn man langfristig fit sein möchte, dann sollte das natürlich nicht passieren. Genau. So, also, wenn man das erstmal etabliert hat, dass man sagt, okay, also ich brauche einfach eine grundlegende Veränderung, es kann für mich so nicht weitergehen, ich muss etwas in meinem Leben verändern, dann folgt Schritt Nummer 2 und diesen Schritt werde ich heute in diesem Video einfach erklären. Also, für mich ist der nächste Schritt, dass man dann sagt, dass man sich bestimmte Aktionen heraussucht und zwar nicht zu viele und anfängt, die wirklich in seinen Alltag und in sein Leben zu integrieren. Das Problem ist, wenn die Leute zu viel auf einmal machen, das heißt, wenn sie zu viele Veränderungen auf einmal vornehmen, dann kann es tatsächlich sein, dass man das ein paar Wochen durchhält oder ein paar Monate von mir aus auch und dann irgendwann, naja, keinen Bock mehr hat und dann wieder alles fallen lässt. Das sollte natürlich nicht sein, vor allem wenn man langfristig gesund sein möchte und einfach langfristig wirklich leistungsfähig und langfristig gesehen eine schöne Figur haben möchte. Denn meiner Meinung nach ist das Hauptproblem, was die Leute eigentlich machen, dass sie Veränderungen vornehmen, sprich sie machen eine Diät, sie machen mal ganz extrem viel Sport und dann fallen sie wieder in ihre alten Gewohnheiten zurück. Und umso mehr Diäten man zum Beispiel gemacht hat, umso mehr kommt der Körper durcheinander, umso mehr ist der Körper Stress ausgesetzt, denn meiner Meinung nach ist eine Diät, und ich spreche jetzt wirklich von Radikaldiäten, also wirklich Diäten mit ganz wenig Kalorien, Diäten, die total einseitig sind, umso mehr ist der Körper unter Stress und das merkt sich der Körper. Sprich, die Leute gehen dann später wieder in ihre Gewohnheiten zurück, essen wieder ganz normal und der Körper denkt sich, oh ja, jetzt ist die Notlage rum, jetzt muss ich alles speichern. Und dann speichert der Körper einfach alles, was er bekommen kann. Und das ist dieser klassische Jojo-Effekt und das sollte man einfach verhindern, weil umso mehr der Körper in solche Notlagensituationen ausgesetzt ist oder war, umso mehr merkt sich das der Körper und umso mehr speichert er eben dann die Nahrung und hat danach auch Probleme, das wieder herzugeben, weil er hält ganz stark daran fest und denkt natürlich, okay, ich muss alles halten, was ich bekommen habe. Es könnte ja wieder so eine Notsituation auftreten. Und deswegen ist dieser nächste Schritt jetzt sehr wichtig, sprich, dass man Dinge wirklich Schritt für Schritt angeht. Natürlich ist man am Anfang sehr motiviert, man möchte gleich alles umsetzen und das ist auch nicht falsch grundsätzlich. Also besser, man ist zu motiviert, wie wenn man zu wenig motiviert ist. Aber es kann einfach sein, dass wenn man zu stark motiviert ist und alles auf einmal verändert, dass es dann irgendwann zu viel wird, was man vielleicht am Anfang gar nicht sehen kann und dann lässt man einfach alles wieder fatzen. Und das sollte natürlich nicht sein. Deswegen meine einfachen Tipps oder mein einfacher Tipp für euch heute ist, dass man wirklich Schritt für Schritt die Dinge angeht. Beispiel, man ändert zum Beispiel als erstes mal das Frühstück. Ja, man weiß, oh, ich esse zu viel Zucker. Wir alle wissen, Zucker ist nicht gesund. Die Leute essen morgens ihr Croissant oder ihr fertig gekauftes Müsli. Das Problem ist, dass dieser Zucker den Blutzuckerspiegel logischerweise sehr stark beeinflusst, was wiederum zu Heißhungerattacken führt, was zum Beispiel auch verursachen kann, dass man ein Mittagstief hat, weil dann der Blutzucker sehr stark absackt. Muss nicht sein, kann aber sein. Und um das zu verhindern, sollte man meiner Meinung nach als erstes das Frühstück verändern. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Nicht, weil der Satz sich so toll anhört, sondern weil wirklich was Wahres dran ist. Also ich beobachte bei meinen Kunden, dass wenn die wirklich das Frühstück verändern und diesen Zucker und diese Kohlenhydrate, also sprich irgendwelche Fertigmüslis oder Croissant oder Brötchen oder der Toast oder diese ganzen Sachen oder Nutella und Marmelade, wenn meine Kunden diese Sachen weglassen,
kriege ich das erste Feedback, dass sie am Tag leistungsfähiger sind und mehr Energie haben und weniger Hunger auf Süßigkeiten haben. Ja, warum ist das so, dass die Leute fitter am Tag sind, weniger Heißhunger haben, wenn sie die Kohlenhydrate am Morgen aus dem Frühstück streichen? Das ist natürlich logischerweise so, weil weniger Zucker im Körper ist, sprich im Blut, und dadurch der Blutzuckerspiegel natürlich auch nicht so stark ansteigt und dementsprechend nicht so stark abfallen kann. Also, wenn ich etwas verändern würde, dann würde ich als erstes das Frühstück verändern und ich würde wirklich gucken, dass ich mich 3, 4, 5 Wochen auf diese Art und Weise ernähre. Und zwar, dass ich nur das Frühstück verändere und das Mittag- und Abendessen jetzt einfach mal so beibehalte. Was man zusätzlich noch machen kann, was für mich zum Beispiel die absolute Basis ist, ist das Thema Schlaf. Wenn ich Kunden habe, die zu wenig schlafen oder schlecht schlafen, dann ist das Erste, was ich tue, den Schlaf zu korrigieren. Der Schlaf ist die absolute Basis. Der ist für mich wichtiger wie die Ernährung und wie der Sport. Im Schlaf wird einfach so viel, sage ich mal, angepasst in unserem Körper, dass wenn der Schlaf nicht stimmt, meiner Erfahrung nach, der Sport und die Ernährung nicht den Effekt erzielen können, den sie eigentlich erzielen könnten, wenn eine Person sehr gut oder genug schläft. Und das wären die ersten zwei Regeln, die ich wirklich verändern würde. Oder nicht die zwei Regeln, eher gesagt die ersten zwei Punkte, die ich wirklich verändern würde. Ich würde gucken, dass ich im Frühstück die Kohlenhydrate rausnehme und ich würde gucken, dass ich wirklich ausreichend schlafe, also wirklich 8 Stunden schlafe. Und ich würde das wirklich mal für einige Wochen machen. Und dann würde ich gucken, okay, was kann ich jetzt als nächstes verändern? Was kann ich jetzt am Mittagessen verändern? Könnte ich vielleicht ein bisschen Sport machen? Also einfach alles Schritt für Schritt angehen. Das ist meiner Erfahrung nach viel effektiver, wie wenn man alles auf einmal umstellt und dann hat man irgendwann keinen Bock mehr und sagt,